Ich glaube, ich bin jetzt hinter diesem Lagerraum, sage ich jetzt mal, wo jetzt ganz viele Gegner stehen und auch die Hunde und so. Nein, ich bin da! Das ist jetzt wirklich mal eine Abkürzung. Da habe ich mal einen Shortcut gefunden. Okay. Einverstanden. Dann gehen wir mal weiter runter. Ins Verderben. Jetzt einfach mal. Ich will hier nicht zu viel. Da könnte ich mich droppen lassen. Mal gucken, wo mich die Leiter hinbringt. Ich könnte mich droppen lassen, muss ich aber absolut nicht. Da wäre ich von da irgendwo runtergesprungen. Und da geht's auch nach ganz unten. So, ich war da oben auf dem Balkon. Ich war. Hier? Hä? Könnte sein, dass er direkt über mir ist, wo ich es nicht sehe. Egal, ich hole mir jetzt erstmal den Ring der Resistenz. So, und da oben war ich, da hätte ich hier runterspringen können. Also kann ich mir das Runterspringen sparen. Und kann auch einfach die Leiter benutzen. Erstmal kurz umgucken. Hinter den Kisten stehen Hunde, das haben wir gesehen. Ist hier noch was anderes außer den Hunden? Oh, noch mehr Hunde. Ist da noch was, was mir in den Rücken fallen kann? Oh, eine Truhe haben wir. Die Truhe ist keine Mimik. Drei verwelkte Dämmerungskräuter. Was auch immer mir die bringen. So, liebe Hundis. Ich weiß, dass hinter der Truhe auch einer steht. Ah, da kommen auch Hunderttausende. Natürlich ist meine Waffe in Gefahr. Da muss das Reparaturpulver wieder herhalten. Direkt hier um die Ecke ist jetzt das Leuchtfeuer. Ich hätte es gar nicht gebraucht. Haha! Oh, wir kommen wieder raus auf die Mauer. Da ist ein Hebel. Das ist bestimmt auch ein Shortcut, der Fahrstuhl hier. Weil da gibt es jetzt wirklich nochmal zwei Wege, die man gehen kann. Ah, da ist wieder eine Tür. Die von dieser Seite nicht geöffnet werden kann. Ah, das ist hier beim Altar, okay. Hier haben wir das Auge der Priester drin, also das, was den unsichtbaren Boss sichtbar gemacht hat. Wir machen hier gerade so viele von diesen verschlossenen Türen auf. Ich habe wirklich das Gefühl, so langsam neigt es sich dem Ende zu. Hexe Donner, das ist nicht der Verlassene. Das Ding hat wirklich einen Eigennamen. Bitte den Hinterhaltsangriff machen.
Alter! Was machst du jetzt? Hör auf damit! Oh, da steht ja was Großes. Dann sollte ich mich vielleicht vorher doch nochmal heilen. So, das Menschenbild nehme ich natürlich auch mit. Donner, du konntest mich nicht aufhalten. Und du schon gar nicht. Und da ist der Ritter. Das ist eigentlich der simpelste von allen. Da sind wir schon bei dem. So schnell geht es. So, der teleportiert sich zurück. Und jetzt, meine lieben Freunde, können wir zum Endboss des DLCs. Aber mich fuchst es ein bisschen, dass ich den Schlüssel noch nicht gefunden habe. Und mir fehlt noch ein Leuchtfeuer. Also, ich hab noch nicht alles entdeckt hier. Okay. Ja gut, aber was soll's. Jetzt sind wir wieder hier. Und können uns dem Boss widmen. Wenn ihr wisst, wo ich den Schlüssel herbekomme, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, was man damit verpasst. Ich kann mich da jetzt nicht so dran erinnern. So, ich reise jetzt erstmal nach Majula. Holen wir noch ein paar Seelen. Beziehungsweise benutze noch ein paar Seelen. Was gibst du mir eigentlich? 800. Okay, ist ja süß. So, ich brauche 45.000. Das wird jetzt viel zu viel sein, aber egal. Oh Gott, ja. Egal. Geschicklichkeit haben wir jetzt auf 30. Das Ziel ist erreicht. Da holen wir uns die 4-5 Gesundheitsscheine wieder, die wir benutzt haben. 6 waren's. Noch ein paar Pfeile. Hat der Reparaturpulver? Eins hat er. Reicht mir eins für einen Bosskampf? Wir werden sehen. Ich gucke mir das jetzt erstmal an. Ich kenne den Bosskampf noch, deswegen wusste ich ja, dass man erst die anderen Ritter suchen muss. Und ich empfand ihn als sehr nervig, aber ich weiß jetzt nicht, wie schwer der ist, wenn man weiß, wie er geht. Wisst ihr, was ich meine? Ich werde mir auf jeden Fall Reparaturpulver da unten reinlegen. Okay, das ging jetzt alles fixer als gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon mit dem Boss anfange. Aber gut, so sei es. Da stehen sie, die vier stolzen Ritter. Und machen sich bereit für den Kampf und warten, bis ich diesen Nebel betrete. Und es geht hinab in die Tiefe. So ein geiles Bild. Guckt's euch an.
Ja, wir haben jetzt vier Portale, drei Portale, wir haben nur drei Portale. Und das sind die Gefolgsleute des Königs. Oh. Das sind die Gefolgsleute des Königs, die mit dem König hier runtergegangen sind, um das alte Chaos zu bekämpfen. Und die Ritter des Königs, die frieren die Portale ein. Denn, ich weiß jetzt nicht, ob das auf Zeit geht. Also irgendwas triggert dann den eigentlichen Bosskampf. Wenn die Portale nicht zugefroren sind, kommen halt während dem eigentlichen Bosskampf unendlich viele Gegner durch die Portale nach. Oha. Ah, oh, da ist ja noch einer. Den mal. Okay, und der verschließt jetzt das letzte Portal. Genau im richtigen Moment. Okay, interessant. Es hätten theoretisch drei Ritter gereicht. Jetzt habe ich wohl noch einen, der mir beim Bosskampf hilft. Gewesen. Ich benutze das Reparaturpulver jetzt, solange der andere noch da ist. Was machst du jetzt? Nein! Ich bin zu früh gerollt. Oh nein. Yeah.
ist ein richtig harter Hund, der Typ. Also ich kann mich erinnern, als ich den das erste Mal gemacht habe, habe ich auch sehr, sehr lange dafür gebraucht. Das war schon sehr unangenehm. Ich nehme. Das Problem ist halt, wenn ich mir jetzt irgendwelche Stärkungen gebe, sind die halt weg, bis der Bosskampf losgeht. Wenn ich mir die unten in die Leiste reinpack, müllt es halt meine Leiste zu. Wisst ihr, was ich meine? Egal, passt mal auf. Ich mache das jetzt so. Ich benutze ein Menschenbild. Heil mich voll. So, was packe ich da rein? Einmal das. Boah, das wird jetzt so voll da unten. Was habe ich noch? Das hier. Das hier. Und das war's auch schon. Geschicklichkeit erhöht ja auch den physischen Schaden. Ich weiß, warum das nicht auch noch. Was soll schon schief gehen? So, meine Ritterfreunde. Wird jetzt nicht gemacht. Ach, das ist ja so ein Homing-Scheiß. Das zweite Portal wird dich gemacht. Was, seht ihr das? Wie viel da unten drin ist?
voll heilen und den ganzen Kram fressen. Waffe reparieren. Grüne Blüte. Nehmen. 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 Okay. Lebe noch ein bisschen. Ich bin irgendwie versuchen, die ganzen Typen schneller zu töten, dass der Letzte, der mit mir da reingeht, ein bisschen mehr aushält. Der soll gar nicht groß für mich tanken. Ich meine, ich kann ja auf den Boss draufgehen und der soll auf mich gehen, ich kann ausweichen und so weiter, ganz normal den Bosskampf machen. Aber wenn der hier und da immer mal wieder ein bisschen mit draufhaut, ist es halt schon Bonusschaden, den ich so schon gerne mitnehmen würde. Soweit ich weiß, ist jetzt keine Garantie, aber wir haben ja Dark Souls 1 gespielt und gesehen. Soweit ich weiß, ist das hier der Ort, wo quasi das Bett des Chaos war, dieser eine Bosskampf. Boah, lass mich doch mal bitte in Ruhe jetzt. Kämpft weiter, kämpft für euren neuen König. Dich hat's noch erwischt, Kumpel. Ach du Scheiße.
Naja, gut, okay. Ich würde sagen, das Ganze gucken wir uns beim nächsten Mal nochmal in Ruhe an. Das ist so oft, manchmal denke ich, ich brauche ewig lang für irgendwas und bin dann plötzlich total überrascht, wenn ich dann im Bosskampf stehe. Das ist heute wieder der Fall. Ich würde sagen, wir gucken uns den Boss beim nächsten Mal nochmal in Ruhe an. Ich hoffe, ich werde da jetzt nicht so ewig lang brauchen, aber ich weiß noch, als ich das erste Mal gemacht habe, wie lange ich dafür gebraucht habe. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dark Souls sehen wollt. Schreibt eure Meinung zu dem Spiel und zu der Folge in die Kommentare. Sagt mir, wo der Schlüssel ist, wenn ihr es wisst. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.